So, hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einer nagelneuen Folge Scum. Mit unserer bezaubernden Izzy, die sich gerade etwas ausruht, und mit mir. Izzy hat sich ein bisschen am Feuer gelabt, sich ein bisschen aufgewärmt und verdammt viel Ordnung geschaffen. In der letzten Folge haben wir ja begonnen, unsere Garage, unser Lager quasi zu erbauen. Izzy war fleißig, hat diese Sachen vervollständigt, inklusive Dach. Die Kisten hier rausgeräumt und wir schauen uns das Ganze jetzt erstmal an. So, wie ihr seht, es ist zu. Und Izzy hat auch schon weiter angezeichnet. Einen Schrank, beziehungsweise mehrere Schränke. Beziehungsweise der Bereich der Terrasse. Mal schauen, wie wir das machen. Hier wächst immer alles zu. Mit der Treppe wieder. Eventuell, dass wir nochmal nach oben kommen. Werden wir sehen. Was ist der Plan? Allerdings, für die heutige Folge, wir brauchen definitiv Schrott. Das heißt, wir müssen wieder Autos abklappern. Wir hoffen, dass wir die finden. Und das heißt, wir gehen aber diesmal nicht unvorbereitet los. Nicht so wie in den letzten zwei Folgen. Izzy hat den On-Tour-Schrank erstellt. Wir gehen mal rein. Das heißt, sie hat alles, was sie sonst immer benötigt oder dabei hat, mitgenommen oder eingepackt. Das heißt, wir brauchen uns hier einfach bloß anziehen. Und dann geht's los. In diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß bei dieser Folge. Und sagen offiziell, let's go. So easy. Am besten, du ziehst alles an. Bis auf den Regenmantel. Den brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. Genau, den können wir uns ja einpacken, falls es regnet. Und die Handschuhe sowie die taktische Hose. Mal gucken. Ja. Aber ich glaube, da war auch was drin. So. Weil Izzy hat, wie gesagt, alles ein bisschen durchsortiert. Wir haben ein bisschen Medic dabei. Feuerzeug. Die SF-19 mit Magazin, Munition. Das Schrotgewehr können wir uns noch einpacken. Das müssen wir uns jetzt aber gleich mal überlegen. Essen, Trinken, Knackwerkzeug, Messer. Also quasi die Grundausstattung. So Izzy, was möchtest du denn heute mitnehmen? Willst du ein bisschen sneaky unterwegs sein? Mhm. Den Köcher möchtest du mitnehmen, wenn es denn geht. Ja, es geht. Pfeile sind drin, das heißt Pfeil und Bogen, okay. Und dein Schwert. Die große Plempe lässt du zu Hause? Okay, sie sagt, wir haben ja die Handfeuerwaffe. Die müssten wir jetzt aber auch erstmal wieder ausrüsten. So. Schauen wir mal. Alles klar. Warum haben wir da eigentlich kein Visier drauf, Izzy? Kannst du uns das sagen? Okay. Dann sollten wir vielleicht nochmal ganz kurz reingucken. Wir haben ja hier auch Ordnung geschafft. Irgendwo haben wir ja auch die Tech, genau. Pack die mal hier bitte rüber kurz. Wir klauen uns mal dementsprechend das Visier. Wie sieht's aus mit dem Schalldämpfer? Hast du da einen drauf? Ja. Gut. Jetzt können wir wenigstens hier. Izzy, jetzt ist dir warm. Dann würde ich sagen, bevor wir da ankommen, oder beziehungsweise wo wir hinwollen, können wir noch ein paar Sachen ausziehen. Guck mal, der Helm zum Beispiel. Das brauchen wir denn noch nicht. Leafless West können wir nicht ausziehen, weil da ist das Feuerzeug drin. Mach langsam, Izzy. Ich wollte gerade sagen, kommst du nicht rein in dein Auto? Haben wir das Motorrad zu nah rangeparkt? Genau, mach zu, nicht, dass du die Tür abfährst. Was denn nun? Hm. Izzy macht einständig die Türen zu. Wir heizen ja nicht für draußen, ne? So, Izzy, jetzt ist die Frage, wo wollen wir denn hin? Wir haben ja schon sehr viele Bereiche erledigt, quasi hier, wo wir gestartet sind. Hier über das Flugfeld, den Weg nach unten, Querfeld ein, bis nach Tisno, hier nach oben, wo wir dann unsere Base quasi gebaut haben, das Schloss, das Airfield,
Easy, wo wollen wir denn heute hin? Wo wir auf jeden Fall Schrott kriegen würden, wäre hier in B0 der Schrottplatz, aber der ist wirklich weit weg. Allerdings haben wir die Gegend ja noch nicht erkundigt, ne? Wollen wir das machen, Easy? Easy sagt ja. Dann würde ich sagen, let's go. Genau, Easy, fahr erstmal ganz langsam nach unten. Und dann müssen wir quasi nach links. Das heißt, wir kürzen hier ab. Wobei an dem kleinen Gehöft, wo unser Motorrad stand. So, Easy, warte mal ganz kurz. Anhalten. Wir müssen mal kurz gucken, ob wir die Spritkanister eingepackt haben. Nicht, dass wir irgendwo liegen bleiben. So, die zwei Rucksäcke sind komplett voll oder fast voll. Alles Verkauf. Spritkanister, 40 Mal haben wir mit. Gut. Dann brauchen wir jetzt nicht bei der Tankstelle anhalten, ne? Bei den Piepse-Zombies. Gut, dann würde ich sagen, ich bringe uns mal hier so ein bisschen in die Nähe. Und wenn wir da angekommen sind, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, wir befinden uns irgendwo in der Nähe hier, auf B1, Nähe Flugfeld. Das ist irgendwo da vorne. Und wir haben eine riesengroße Fabrik entdeckt. Die Frage ist, waren wir da schon mal? Sieht ganz schön abgeschottet aus. Schau mal rein, Easy. Mech sind am Start. Was ist das hier? Gute Frage. Ja, bleib ruhig da. Wir fahren mal ringsherum. Mal gucken, ob es sich lohnt, was wir hier so finden. Einzelne Baracken, Häuser, Mechs. Wollte gerade sagen. Seit wann schießt ihr denn so, oder möchte denn, angreifen hinter der Mauer? So, hier haben wir, was gibt's hier Schönes? Zement oder so, ne? Sollten wir uns merken, wenn wir mal irgendwas ausbauen. Aber ich denke mal, das wird in dieser Staffel nicht mehr passieren. Wie gesagt, wir warten auf die 01. Dementsprechend gehen wir davon aus, dass wir wieder von vorne anfangen müssen. Also wir werden keinen Riesenbau bauen. Wir fahren weiter. Absturz. Wieder mal. Schön, dass wir hier stehen. Easy. Total toll. Wo ist unser Auto? Ey Mann, wo ist mein Auto? Wo sind wir lang gefahren? Hier. Und irgendwo zwischendurch hat es uns rausgeschmissen. Jetzt können wir bloß hoffen, dass es irgendwo hier steht.
Ich sehe es nicht. Hier. Wie weit sind wir denn? Ja, irgendwo hier auf diesem Feldbereich muss es oder sollte es stehen. Wie gesagt, diese Abstürze sind der Hammer. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, Izzy sucht erstmal ihr Auto. Auf der Hoffnung, dass es nicht komplett weg ist. Izzy hat ihr Auto gefunden. Gott sei Dank. Leider war es nicht an dem Punkt, wo wir dachten. Quasi, wo wir rausgeflogen sind. Izzy, was ist los? Ich glaube, Izzy hat umgerüstet auf ihr Auto. Hört ihr es? Ich nicht. Ist auch eine, ganz angenehm, muss man ja auch ehrlich sagen. Aber wenn das nicht wieder zu unserem Spielfehler gehört. Wie gesagt, Izzy fährt jetzt eh Auto. So, ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht gleich wieder irgendwo rausfliegen. Wo sind wir denn jetzt hier? Oh, ich denke mal hier. Oh, wir sind gar nicht so weit weg vom Stromplatz, ne? Jetzt ist aber ruhig. Halt mal an, Izzy. So. Aha. Ich hoffe, dass wir die Zombies zumindest jetzt hören, dass das jetzt nicht der Fehler ist. So. Schrott. Wir benötigen ja Schrott. So, Izzy hat wieder einen Diesel. Jawohl, nehmen wir mit. Gucken wir hier gleich noch im Transporter. Wie sieht das bei euch eigentlich aus? Habt ihr auch so viele Fehler, dass ihr öfters mal rausfliegt? Oder wie oft ist das bei euch? Sahne. Und Tequila. Naja, das wird eine lockere Party, wa? Ich glaube, dafür brauchst du erstmal noch einen Partner. Für diese Kombi. Nee, Polizeirevier wollen wir jetzt nicht machen. Oder? Wir könnten, aber wir müssen nicht. Wir hören, 1, 2, 3, wir hören die nächsten Zombies. Wo müssen wir denn lang, Izzy? Links wäre da lang. Ganz schön unscharf hier. Mal gucken, wo wir hier sind. Prigno! Da wir ja fast in der Nähe sind, würde ich sagen, wir sehen uns am Schrottplatz. So, nachdem wir uns das ein oder andere Mal gerade verfahren haben, glaube ich, sind wir jetzt auf der richtigen Spur. Wir mussten noch nach links. Ja. Ist das wirklich richtig easy? Ja, folge der Straße.
Oder wir fahren querfeldein. Das ist auch eine Möglichkeit. Du hast ja recht. Was sage ich dir das denn überhaupt? So, willkommen am Schrottplatz. So easy, es war eine lange Fahrt. Für euch natürlich nicht. Was haben wir denn noch am Platz? Ich weiß erstmal alles raus, was wir nicht brauchen. Den Helm könnten wir noch aufsetzen als Schutz. Und ratzifatzi ist uns wieder warm. Ohne Helm besser? Scheinbar. Dann lassen wir den auch im Auto. So, und damit wir auch genug mitnehmen können, machen wir auch mal den Rucksack komplett leer. Alles andere, wie gesagt, ist ja belegt. Für alle Sachen, die wir gebrauchen könnten. Easy, was macht dein Stoffwechsel? Bis auf Trinken sieht erstmal gut aus. Dann würde ich sagen, gönn dir mal einen Schluck. Oder zwei. Oder zwei. Und dann, wie gesagt, leise und beständig. Mhm. Artistin ist easy also auch noch. Also wenn wir da nicht unseren Schrott zusammenkriegen, dann weiß ich es auch nicht. Weiß bloß nicht, in welcher Größenordnung das hier so zählt. Sieh mal so, es muss auf Toilette. Dann schnell, bevor die Zombies kommen. Schöne Lampen hat hier. Wäre bestimmt auch mal interessant zu sehen, wie es im Dunkeln hier aussieht, ob es auch beleuchtet ist. Genau, ich guck mal nach, ob es einen Motor hat. Tatsache. Mit Motor auf dem Schrottplatz. Aber ich muss sagen, eigentlich bin ich ganz zufrieden mit unserem Truck. Auch wenn es in dem einen oder anderen Kommentar hieß, verbraucht verdammt viel Sprit. Sind wir echt gut hierher gekommen damit. Mit dem Sprit, den wir drin hatten. Ein pinkfarbenes fast Cabrio. Ein bisschen vermisse ich gerade die Zombies. Oh. Habe ich mich jetzt erschrocken. Wir sind Könner. Im Thema Aufmerksamkeit. Okay. Nein, easy, keine Zigaretten. So. Dann würde ich sagen, noch einmal Schrott mitgenommen. Anständige Menge. Dann ist der Rucksack voll. Das war's. Das heißt, den bringen wir mal ganz schnell zum Auto und dann gucken wir mal, was wir noch so finden. Ne? Problematik ist, wir haben, glaube ich, gar keinen Rucksack mehr frei. Zwei Stück haben wir ja im Auto für Verkauf. Einer ist jetzt komplett voll mit Schrott. Allerdings weiß ich nicht mehr. Easy, da kommst du nicht durch. Jetzt easy.
Wir sind gefangen. Wir hatten, glaube ich, noch eine Kiste mit drin, oder? Haben wir die rausgepackt? Weiß beim Ordnen. Nee, die habe ich rausgepackt. Schade. Ja, dann würde ich sagen, ganz schnell. Ganz schnell, wie gesagt, der Rucksack leer gemacht. Und dann schauen wir uns hier mal um. Da hat es ja noch einiges an Häuser. Drohne ist auch schon da. Habt ihr gehört? Nur noch nicht gesehen. So, was hat's denn hier Schönes? Ist ja alles leer. Ein Kochtopf. Meinst du easy? Cowboy-Style? Nein. Nein, nein. Hm? Hier klingt's matschig. Hat doch gar nicht geregnet. Wo bist du? Boah. Von hinten angreifen, das ist unfair. Eine C1-Verletzung, das geht. Mach das nicht nochmal mit uns. Schade, dass wir hier nicht mal eine Runde Bagger fahren können, ne? Hier, so einen großen. Moment. Kleiner Überblick. Easy, nein. Weiter kann's gehen. Kleines Memory-Foto. Schauen wir mal, ob der Chef zu Hause ist, vom Schrottplatz. Ah, hier hätten wir auch hinfahren können, ne? Hätte uns etwas Weg erspart, aber okay. Ein Grillrost. Aber der war zu groß, ne? Oh! Ich glaube, das ist das Erste, was wir nachher wieder rausschmeißen. Kuhboxen, die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Unsere sind alle. Wir haben sie beim Bau der Base quasi komplett aufgebraucht. Entschuldigung. Einmal Bobbypins. So, Notreserve, vielleicht finden wir hier was Schönes. Schulungsraum. Was ist denn los? Ganz trockener Hals. Ja, ihr Easy-Nägel müssten wir mitnehmen. Haben wir auch nicht mehr viele. Prüfe. Prüfe, prüfe, prüfe. Könnte auch mal wieder gegossen werden.
Bremsflüssigkeit. Wer bremst, verliert, ne? Easy. Wer später bremst, ist länger schnell. Auch leer. Papiere, Papiere. Da will einer das wieder wissen. Handy Bob. Wo bist du denn? Wo kommst du denn? Na, hier kommen wir ja her, oder? Wieder drin? Jetzt eine Hüfttasche. Ein Kopierpapier. Na hier, easy, da kannst du was kopieren. Schlösser nehmen wir alle mit, die können wir dann beim Händler verschicken. Kleines Lager. Na gut, aber glaube, haben wir aber zu Hause, ne? Nö, Seile haben wir mehr als genug. Spinatsamen. Aber ich denke mal, hier werden wir nichts Anständiges finden, ne? Komm raus hier, Easy. Vielleicht finden wir ja noch die ein oder andere Werkstatt oder ähnliches. Wenn wir doch schon hier sind. Guck mal hier zum Beispiel. Eine Krüger. Aber ein komischer Schrottplatz. Wo man Waffen findet. Eine Front. Stimmt, hier könnte man auch nach Ersatzteilen. Vielleicht finden wir ja hier irgendwo so einen Rager und kriegen unsere Türen noch. Das wär's. Dann müssen wir hier extra nochmal rumfahren. Guck mal, hier steht auch einer. Ein bisschen angegammelt. Ah, ein, zwei Mal rüberpolieren ist wie neu. Nylonschnur, okay. Scheinbar nicht zu finden. Gut, das Hauptziel, wie gesagt, haben wir ja heute erreicht. Noch mehr Rager, aber alle kaputt. Und einer, der heile wäre, wäre doch gut. Aber wo wir schon da sind, können wir noch ein bisschen Schrott mitnehmen, ne? Um die Taschen zu füllen. Dann haben wir erstmal ein bisschen was auf Vorrat. Denn bei uns in der Gegend, sage ich jetzt mal, ist es schon etwas schwierig, Schrott zu finden. So viele Autos stehen da nicht rum, ne? Parksensor. Dann nehmen wir mal einen mit. Ich weiß zwar noch nicht, was wir damit bauen sollten. Voll. Das ist ein bisschen doof, wenn man nur das Kontingent eines großen Rucksacks hat, ne? Aber der Vorteil ist, wenn man alles mit hat, sollte man auf die eine oder andere Situation zumindest vorbereitet sein.
Das ist auch Schrott? Nee, nee. Ziegelsteine. Mhm. Also wie gesagt, hier gibt es Ziegelsteine, hier gibt es Schrott und was. Autos, wie gesagt, also zumindest den Rager habe ich noch nicht gesehen. Ja, heute zu zweit oder was? Oh, easy, das hast du diesmal gut gemacht. Schachtelnägel. Nehmen wir mit. Wie gesagt, brauchen wir. Und auf die 1-2 Schrott, die finden wir dann auch irgendwo. Gut, dann würde ich sagen, das war der Schrottplatz. Keine so schlechte Location, zumindest für Schrott, wenn man es wirklich braucht. Ja, wirklich nicht raus, außer an unserer einen Stelle, oder? Du bist ganz schön aus der Puste, ne? Dann mach doch mal langsam. Können wir jetzt auch machen. Ganz ruhig, easy. Machen wir eine kleine Pause. Was auf Toilette? Nein. Genau. Gönn dir eine kleine Pause. Wie gesagt, das war der Schrottplatz. Wir werden mal schauen für die nächste Folge. Wenn wir doch schon mal hier sind, was können wir denn machen? Ich denke mal, ins Nukleargebiet werden wir noch nicht wandern, weil dazu bräuchte man erstmal so einen Einzug, würde ich sagen, wegen Verstrahlung. Und unsere Tabletten wegen Kaliumjodid. Aber ich denke mal, hier unten hat es auf jeden Fall noch ein bisschen was. Hier sind noch Bereiche und ich höre einen Huhn. Das Thema Jagd wäre noch ein Thema, ne? Wollen wir den Huhn da mal nachgehen? Easy, das kannst du dir ja überlegen. Wie gesagt, wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffen euch, in einer der nächsten Folgen wieder begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald.